Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung zeigt sich angesichts deutlich steigender Arbeitslosenzahlen alarmiert. Wirtschaftsminister Clemens sprach von einer ernsten Lage und forderte zum Handeln auf. Nach der jüngsten Statistik der Nürnberger Bundesanstalt stieg die Zahl der Arbeitslosen im vergangenen Monat auf den dritthöchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Insgesamt waren im Februar 4.706.200 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 83.100 mehr als im Januar und 410.100 mehr als vor einem Jahr. Die Quote stieg auf 11,3%. Es ist die höchste Arbeitslosenzahl, die Florian Gerster in seiner bisherigen Amtszeit verkünden musste. Winter, Frost und schlechtes Wetter seien daran aber nicht allein schuld, sagte der Chef der Bundesanstalt für Arbeit. Die Gründe für diese Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der Erwerbstätigkeit sind eindeutig gesamtwirtschaftlicher Natur. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Phase der Stagnation, nahe bei einem Nullwachstum. Eine überaus ernste Lage, sagte der Arbeitsminister, der heute erfolgreiche Existenzgründer in Berlin auszeichnete. Die gibt es nach wie vor. Wolfgang Clement hätte nur gern mehr davon. Jetzt, erklärte er, müsse nicht mehr diskutiert, sondern gehandelt werden. Wir müssen die Steuer- und Abgabenlast senken. Was die Steuern angeht, ist ja der Weg beschrieben mit der Steuerreform. Was die Abgaben angeht, geht es vor allen Dingen um die Lohnnebenkosten, die dringend herunter müssen. Man brauche insgesamt mehr Unternehmen in Deutschland, sagte Clement, mehr private und mehr öffentliche Investitionen. Das sehen auch die Grünen so. Es muss insbesondere auch was für die Investitionskraft der Gemeinden getan werden. Ich glaube, da ist auch kurzfristig etwas zu erreichen. Die Opposition in Berlin wertete die neuen Arbeitsmarktzahlen als Beleg für das Scheitern der rot-grünen Koalition. Die Wähler haben verstanden, dass diese rot-grüne Chaostruppe außer Durcheinanderreden überhaupt nichts zustande bringt. Bundeskanzler Schröder will am 14. März in einer Regierungserklärung Einzelheiten seiner Politik gegen Konjunktur- und Beschäftigungsflaute vorstellen. Dementiert wurde heute, dass dazu auch ein Vorziehen der nächsten Stufe der Steuerreform gehört. Einen Tag vor dem neuen Irak-Bericht der UN-Waffeninspekteure bleibt der UN-Sicherheitsrat gespalten. China hat sich der Haltung der anderen Vetomächte Frankreich und Russland angeschlossen und eine weitere Resolution abgelehnt. Um doch noch eine Mehrheit im Rat zu erhalten, wollen die USA und Großbritannien dem Irak offenbar eine allerletzte Frist zur Erfüllung der UN-Auflagen einräumen. Die Rede ist von einigen wenigen Tagen. US-Außenminister Powell will in einer diplomatischen Offensive in den nächsten zwei Tagen versuchen, Widerstände gegen ein militärisches Eingreifen im Irak zu überwinden. Einen Tag vor dem möglicherweise letzten Zwischenbericht von UN-Waffeninspekteur Hans Blix betonte Powell vor amerikanischen Senatoren, dass sich die Regierung auch von Gegnern einer neuen UN-Resolution nicht von ihrem harten Kurs abbringen lassen werde. Dies ist der kritische Augenblick. Wir, der Sicherheitsrat und die Weltöffentlichkeit sind auf die Probe gestellt. Erlauben wir es einem Machthaber wie Saddam Hussein, weiter Massenvernichtungswaffen herzustellen und uns zu täuschen, nur weil wir Angst haben, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen? Um jeden Zweifel auszuräumen, antwortete dann Verteidigungsminister Rumsfeld auf die Frage, ob die USA notfalls gleichzeitig gegen den Irak- und Nordkorea-Krieg führen könnten, klar und knapp. Ja. Kürzlich wurden Generalstabschef Myers und ich dasselbe schon gefragt. Und auch er sagte, wir können an beiden Orten eingreifen, ja. Dass die USA auch den Schauplatz Nordkorea nicht aus den Augen verlieren, verdeutlichte die Verlegung einer Gruppe von Langstreckenbombern. Die Flugzeuge wurden gestern und heute auf den Stützpunkt Guam im Pazifik geschickt. Die USA erhöhen den Druck vor und hinter den Kulissen. Präsident Bush hat für heute Abend 20 Uhr eine Pressekonferenz anberaumt. In Deutschland sind es dann 2 Uhr nachts. Wie es heißt, wird Bush darin sagen, dass er die Entscheidung über einen Krieg im Irak noch nicht gefällt habe. Aber in Washington geht man davon aus, dass diese Entscheidung kurz bevorsteht.
Nach anderen Staaten hat jetzt auch Russland damit begonnen, seine Staatsangehörigen aus dem Irak auszufliegen. Eine erste Sondermaschine mit rund 150 Menschen an Bord verließ heute Bagdad. Bis Sonntag sind noch 5 weitere Flüge geplant. Bei den meisten handelt es sich um Mitarbeiter russischer Firmen. Das Botschaftspersonal soll noch bleiben. Die Irak-Krise stand auch im Mittelpunkt der deutsch-italienischen Konsultationen in Bremen. Dabei blieben Bundeskanzler Schröder und der italienische Ministerpräsident Berlusconi bei ihren unterschiedlichen Positionen. Im Gegensatz zu Schröder unterstützt Berlusconi die harte Haltung der USA und Großbritanniens. Allerdings fordert auch Italien ein neues UN-Mandat für einen möglichen Militärschlag. Weitere Themen des nur wenige Stunden dauernden Treffens waren der EU-Konvent und die im Sommer beginnende italienische EU-Ratspräsidentschaft. Nach dem jüngsten Selbstmordanschlag mit 16 Toten in Haifa hat Israel seine Militäraktionen in den Palästinensergebieten verstärkt. Bei einem Angriff auf ein Flüchtlingslager bei Gaza-Stadt wurden mindestens 11 Palästinenser getötet. Während palästinensische Feuerwehrleute löschen, trifft eine einzige Panzergranate das Gebäude. Metallsplitter töten auf der Stelle 8 unbeteiligte Palästinenser, die den Feuerwehrleuten zugeschaut hatten. Über 100 Verletzte müssen in das Krankenhaus eingeliefert werden. Wie es heißt, soll ein Palästinenser zuvor mit einer panzerbrechenden Waffe auf einen israelischen Panzer gezielt haben. Die Armee bestreitet, dass der nächtliche Einmarsch im Flüchtlingslager Jabalia eine Vergeltung für den Anschlag in Haifa war. Zu meinem Bedauern werden durch unsere Operationen der Selbstverteidigung unschuldige Menschen getroffen. Das ist nicht unsere Absicht. Wir würden niemals Unschuldige angreifen. Trauer und Bestürzung, als die 17-jährige Tamar zu Grabe getragen wird. Die meisten der 15 Opfer des Selbstmordanschlages von Haifa sind Schüler und Studenten. Israels Sicherheitskabinett beschließt, die militärischen Operationen weiter zu verstärken, um, wie es heißt, die Infrastruktur des Terrors zu zerschlagen. Auf noch härtere Vergeltungsmaßnahmen will man aber mit Rücksicht auf die amerikanische Regierung vorerst verzichten. Politisch lenkt Israel ein. Den Mitgliedern des Zentralrates der PLO und des Parlaments wird die Reise nach Ramallah erlaubt. Dort soll am Wochenende über die Ernennung eines Ministerpräsidenten entschieden werden, der dann Machtbefugnisse von Arafat übernehmen soll. In die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Deutschen Bahn ist Bewegung gekommen. Die Gewerkschaften Transnet und GdBA einigten sich mit den Arbeitgebern in der dritten Runde auf ein Schlichtungsabkommen. Anschließend legte die Bahn ein neues Angebot vor. Die Lokführergewerkschaft GDL, die getrennt mit der Bahn verhandelte, erklärte die Tarifverhandlungen dagegen für gescheitert. Am Morgen hatten die Lokführer mit bundesweiten Bahnstreiks den Berufsverkehr massiv behindert. Vor einer halben Stunde gab es ein neues Angebot der Bahn. Personalvorstand Norbert Bensel bot ab März 2003 1,3% mehr Lohn als Einmalzahlung von 400 Euro. Mai 2004 und Mai 2005 nochmal knapp 2 bzw. 1,8% mehr Lohn und den Einstieg in die Angleichung der Ost-West-Löhne. Norbert Hansen, Transnet-Gewerkschaftschef, hält das Angebot zwar für unzureichend, aber verhandlungsfähig. Wir haben uns bereit erklärt, die Verhandlungen morgen früh fortzusetzen, weil wir im Verhandlungsverlauf zu dem Eindruck gekommen sind, dass es sich lohnt, mit diesem Angebot weiter zu verhandeln. Heute Morgen trafen sich die Gewerkschaften und Arbeitgeber der Bahn zur dritten Runde der Tarifverhandlungen. Beide Runden vorher waren ergebnislos abgebrochen worden. Zu weit lagen Angebot der Bahnen und Forderungen der Gewerkschaften auseinander. Die Gewerkschaften wollten Geld zwischen 3 und 5% mehr Lohn und gleiches Einkommen in Ost und West. Dafür haben sie in den letzten Tagen gestreikt. Heute war der Höhepunkt. 6 Uhr Leipzig, Hauptbahnhof. Die Züge standen still. Zur selben Zeit in Berlin Bahnhof Zoo. Dasselbe Bild. Die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer hatte zum Warnstreik aufgerufen. Einige Fahrgäste zeigten Verständnis. Viele waren empört. Weil ich zu spät zu meinem Vorstellungsgespräch komme. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich bin mindestens zwischen zu spät und das kotzt mich tierisch an. 10.000 Lokführer sollen sich am Warnstreik beteiligt haben. 1,5 Millionen Fahrgäste waren betroffen. In Hamburg, Köln, München, Stuttgart ebenfalls eine Dreiviertelstunde Stillstand. Der größte Streik seit 10 Jahren, um den Forderungen der Gewerkschaften Nachdruck zu verleihen. Morgen soll nicht gestreikt werden. Aber die Lokführer sind nun außen vor.
Im Streit um die Rückzahlung von Beihilfen zwischen der Westdeutschen Landesbank und der EU-Kommission ist ein wichtiges Urteil gefallen. Das Europäische Gericht erster Instanz bestätigte zwar heute in Luxemburg, dass die WestLB vom Land Nordrhein-Westfalen eine unzulässige Beihilfe erhalten habe. Die Höhe der von der EU-Kommission geforderten Rückzahlung sei aber nur unzureichend begründet. Die WestLB zeigte sich zuversichtlich, die von Brüssel geforderten mehr als 800 Millionen Euro jetzt nicht erstatten zu müssen. Schon paradox. Das höchste europäische Gericht fällt ein Urteil und beide Seiten, Kläger und Beklagte, fühlen sich als Sieger. Die Westdeutsche Landesbank, weil sie nun satte 808 Millionen Euro samt Zinsen erst einmal behalten darf und nun hofft, dass sie im zweiten von Brüssel nachgebesserten Beihilfeverfahren erheblich billiger wegkommen wird. Den ersten Zahlungsbescheid hatte heute Richter Ramos wegen grober Mängel einkassiert. Zweitens, die Kommission trägt die Kosten der Kläger. Aber auch Wettbewerbskommissar Monti fühlt sich als Sieger. Schließlich habe das Gericht in der Hauptsache seine Position gestützt. Kapitalspritzen des Staates seien dann ungerechtfertigte Beihilfen, wenn sie nicht marktüblich verzinst werden. Dem Vorwurf der Schlamperei widerspricht sein Sprecher. In keinem Satz des Urteils steht drin, dass die Kommission schlampig gearbeitet hat. Alles, was drinsteht, ist, dass zwei Punkte eines sehr umfangreichen Entscheids neu begründet werden müssen. Das ist sicherlich keine Niederlage. Hintergrund: Nordrhein-Westfalen hatte der WestLB billiges Eigenkapital rübergeschoben und so deren Wettbewerbsposition gegenüber den Privatbanken gestärkt. Ein Beispiel, das in Deutschland Schule machte. Brüssel will nun 7 Landesbanken, darunter erneut die WestLB, zwingen, Milliarden in die Landeskassen zurückzuzahlen. Sieg für Brüssel? Ja, stimmt. Denn nun gilt, weder Bund noch Länder dürfen Sparkassen oder Landesbanken mit Sonderkonditionen gegenüber den Privatbanken besserstellen. Schlappe für Brüssel? Stimmt auch. Denn zum 4. Mal in Folge bescheinigt das Gericht der Wettbewerbskommission schlechte Arbeit, die nachgebessert werden muss. Vor dem Hintergrund der schwachen Konjunktur hat die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen gesenkt. Der maßgebliche Zinssatz wurde um 0,25 Punkte auf 2,5% vermindert. Bankenvertreter sprachen von einem richtigen Signal. Einige Kreditinstitute kündigten bereits günstigere Konsumentenkredite an. Nach Ansicht von EZB-Präsident Duisenberg wird es allerdings erst wieder mehr Wachstum geben, wenn der Irak-Konflikt vorbei ist. Nach einer weiteren Auswertung der PISA-Studie hat die Konferenz der Kultusminister in Berlin Reformen angekündigt. Die Präsidentin der Konferenz Wolf betonte, dass gemeinsame Bildungsstandards notwendig seien. Dies habe die offenkundig gewordene Beliebigkeit bei der Notenvergabe gezeigt. In der PISA-Studie, einem internationalen Bildungsvergleich, hatten die deutschen Schüler schlecht abgeschnitten. Die dritte PISA-Auswertung von 50.000 Schülertests, die den Kultusministern heute vorgelegt wurde, enthält eine Fülle neuer Details. Das klassische deutsche Familienbild mit der Mutter zu Hause, so die Studie, bringt den Kindern keinen Lernvorteil. Einzelkinder allerdings haben deutlich bessere Bildungschancen als Kinder mit 3 oder 4 Geschwistern. Und ein Ausländeranteil schon ab 20% in der Klasse kann zu einer sprunghaften Verringerung des Lernniveaus führen. Da muss was geschehen. Kinder müssen vom ersten Schultag an lernen können, müssen gefördert werden können. Und deswegen müssen sie schon vor der Schulzeit auch Deutsch lernen. In Hessen ist die gezielte Sprachförderung schon umgesetzt. Vor der Einschulung werden die Deutschkenntnisse getestet. Sind sie nicht ausreichend, können die Kinder einen vorschulischen Deutschkurs besuchen. Über 90% nutzen dieses Angebot. Denn nur wer auch Deutsch versteht, kann in der Schule dann auch dem Unterricht folgen. Wer noch nicht so weit ist, wird ein Jahr später eingeschult. Doch das ist nur eine Maßnahme. Wir müssen wissen, dass wir an mehreren Punkten Veränderungen herbeiführen müssen. Durch die Setzung von Standards, das ist ein Punkt. Bundesweite regelmäßige Leistungsvergleich ist ein zweiter Punkt. Eine andere und bessere Lehrerausbildung ist ein dritter Punkt. Die Kultusminister der Länder haben heute schon Reformen angekündigt. So sollen gemeinsame Bildungsstandards in den Bundesländern bereits zum Schuljahr 2004 umgesetzt werden. Bei dem Absturz eines algerischen Passagierflugzeuges in der Wüstenstadt Taman Rasset sind mindestens 102 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start. Nach Rundfunkberichten hatte ein Triebwerk der Boeing 737 Feuer gefangen. Ein Insasse soll schwer verletzt überlebt haben. Die Maschine war auf dem Flug nach Algier. Radprofi Jan Ullrich hat bei seinen Comeback-Bemühungen einen Rückschlag erlitten. Der Weltverband UCI sperrte mit sofortiger Wirkung sein Coast-Team wegen unregelmäßiger Zahlungen an die Fahrer. Ullrich war im Januar vom Team Telekom zu Coast gewechselt und will im April nach langer Pause wieder einen Wettkampf bestreiten. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 7. März.
Die Wolken des Tiefs über Island bringen feuchte Luft vom Atlantik mit sich. Nur im äußersten Osten bleibt zunächst noch die kalte Festlandluft erhalten. Das Tief über der Türkei zieht nach Osten weiter und macht der Sonne Platz. Zwischen Vorpommern und Ostsachsen fällt heute Nacht Schnee und Schneeregen, sonst Regen. Im Westen klart es stellenweise auf, mitunter bildet sich Nebel. Tagsüber ist es im Westen zunächst trüb, es fällt etwas Sprühregen, dann wird es freundlicher. In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin sowie im Südschwarzwald entwickeln sich heute Nacht stürmische Böen. Morgen ebbt der Wind ab und weht nur noch schwach bis mäßig. Heute Nacht 5 Grad am Oberrhein, minus 2 Grad an Havel und Spree. Am Tag 3 Grad im Osten, 10 bis 13 Grad im Südwesten. Am Samstag Schauerwetter, im Osten schneit es bis in tiefere Lagen. Am Sonntag liegen dichte Wolken über uns, nördlich des Mains regnet es, im Osten schneit es anfangs. Am Montag bessert sich das Wetter, nur in der Nordsee fällt noch etwas Regen. Den meisten Schnee in den Mittelgebirgen gibt es im Bayerischen Wald, dort finden Wintersportler 98 cm vor. Auf der Zugspitze 3 Meter Schnee, in Garmisch noch 24 cm, ansonsten gute Schneeverhältnisse in den Alpen, in den österreichischen Alpen bis 3,90 Meter, in den französischen bis zu 3,70 Meter, in den Schweizer Alpen bis zu 4,10 Meter.